Der Pestalozzi-Kindergarten in Burgwedel. Wahrscheinlich der lebendigste Ort der Stadt zwischen 7:30 morgens und 5:00 am Nachmittag. Rund 100 Kinder zwischen 1 und 6 Jahren bevölkern die verschiedenen Gruppen des Kindergartens, betreut von 16 engagierten Erzieherinnen und Erziehern, die vor allem ein großes Ziel haben, kleine Menschen beim Stark- und Selbstbewusstwerden zu unterstützen. Offen, integrativ und evangelisch. Unsere offene Arbeit ermöglicht den Kindern mitzubestimmen und eigene Entscheidungen zu treffen. Es ist uns besonders wichtig, dass die Kinder sehr viele Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, dass sie erfahren, ich bin wer, ich kann was. Und Struktur erhalten die Kinder durch den geregelten Tagesablauf, das gibt ihnen Sicherheit und Orientierung. Egal welche Nationalität die Kinder haben, ob sie behindert sind oder nicht, ob sie in der Gemeinschaft arbeiten oder ihren ganz eigenen Weg suchen, der integrative Ansatz des Kindergartens nimmt jedes kleine Individuum ernst. Wir arbeiten integrativ und denken inklusiv. Das bedeutet, dass wir jeden Menschen mit seiner Einzigartigkeit so annehmen, wie er ist. Wir fördern die Kinder in ihren Stärken und Fähigkeiten und ihre Schwächen nehmen wir an und machen sie für andere verständlich. Besondere Verhaltensweisen erleben wir als Herausforderung. Wir fragen nach dem Wozu. Wozu dient den Kindern dieses Verhalten? Welches Bedürfnis verfolgen sie damit? So können wir ihnen geeignete Handlungsalternativen bieten. Es ist uns besonders wichtig, dass die Kinder sich hier zugehörig, sicher und geborgen fühlen. Im Morgenkreis entscheiden die Kinder selber, mit welchem Erzieher sie heute den Tag gestalten möchten, welches Angebot ihnen am liebsten ist. Ob sie zum Beispiel in der Werkstatt den Werkstattführerschein inklusive Meister- oder Gesellenbrief erwerben möchten, ob sie gemeinsam Apfelmus aus frisch gepflückten Äpfeln kochen oder vielleicht auch lieber basteln oder mit frisch geschnittenem Ton ihre Lieblingstiere töpfern möchten oder ganz einfach nur in eine Decke eingemummelt einer Geschichte lauschen wollen. Nebenan in der Krippe kümmert man sich um die Allerkleinsten zwischen 1 und 3 Jahren, die hier den ganzen Tag verbringen, natürlich inklusive Mittagessen. Der Pestalozzi-Kindergarten bietet tatsächlich einen großen, verwunschenen und geschützten Garten. Ein Open-Air-Spielplatz das ganze Jahr hindurch. Und immer freitags gibt's die Kinderkirche. Denn der Kindergarten ist nicht nur offen und integrativ, sondern auch evangelisch. Unsere evangelische Ausrichtung im Kindergarten erleben die Kinder besonders in der täglichen Wertevermittlung. Es ist uns sehr wichtig, dass wir hier wertschätzend und fair miteinander umgehen. Einmal in der Woche machen wir mit den Kindern eine Kinderkirche. Dort erfahren sie biblische Geschichten auf spielerische Art und Weise. Und ein paar Mal im Jahr gestalten wir mit den Kindern gemeinsam einen Gottesdienst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Du bist Spitze, du bist genial, jemanden wie dich, den gibt es nicht nochmal. Wie du bist, hat Gott dir das gedacht, hat dich wirklich wunderbar gemacht. Evangelium meint ja nichts anderes als eine gute Botschaft. Und ja, was bedeutet diese gute Botschaft? Für mich im Wesentlichen bedeutet es, dass ich schon immer etwas wert bin. Schon als Säugling bin ich ganz viel wert und kann auch vieles. Und insofern kann ich dann auch etwas leisten. Und es ist die genaue Umkehrung von dem, was in unserer Gesellschaft eigentlich vorherrscht, dass ich mich immer erst unter Beweis stellen muss, dass ich etwas leisten muss und dann bin ich etwas wert. Und das den Kindern irgendwo zu vermitteln, ist im Grunde genommen der Kerngedanke des Evangelischen. Dass ich eben ja, von Gott, von einer mich umgebenden transzendenten Macht getragen und geborgen bin. Dass ihre Kinder im Pestalozzi-Kindergarten getragen und geborgen sind, darauf können sich die Burgwedeler Eltern verlassen. Und sie haben noch mehr gute Gründe, warum sie ihre Kinder gerade diesem Kindergarten anvertrauen. Das hatte zwei Gründe. Der eine Grund war, dass es ein integrativer Kindergarten ist und ich in der integrierten Gesamtschule IGS Roderbruch, so rum, groß geworden bin und eben auch mit behinderten Kindern und kranken Kindern zu tun hatte als Mitschüler. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt sind die offenen Gruppen, sodass die Kinder nicht so darauf angewiesen sind, sich immer nur auf einen Erzieher fixieren zu müssen und Angebote gemacht werden und sich die Kinder die Angebote meistens aussuchen können. Ich würde das jederzeit wieder machen, die Kinder hier anzumelden. Wir haben uns verschiedene Einrichtungen vorher angeschaut und empfanden das hier als das
die Beherbergungsstätte, sage ich mal, für unseren Sohn am idealsten ist. Hier wurde, wir haben uns das eine Zeit lang angeguckt, hier wurde individuell auf die Kinder eingegangen. Die Einrichtung ist sehr schön, die Betreuer sind zugänglich, nett, so wie es eigentlich sein sollte. Ich würde das jederzeit wieder empfehlen und ich würde denselben Schritt jederzeit wieder tun.